Ein schlechter Film ist ein Film, der mich emotional nicht berührt. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht erzählt er keine richtige Geschichte, vielleicht ist er ein bisschen zu intellektuell oder vielleicht bin ich auch nicht in der Stimmung und finde deshalb, dass ein Film, den ich mir gerade anschaue, einfach nicht gut ist. Ja, er berührt mich einfach nicht oder er ist einfach so schlecht gemacht, dass ich mich schon fremdschämen muss. Das ist auch ein Grund, der für mich einen schlechten Film ausmachen könnte. Der schlechteste Film, den ich gesehen habe, das ist immer das große Problem, dass man solche Filme so schnell wie möglich eigentlich aus dem Bewusstsein verdrängt. Aber nachdem ich diese Frage ja erwartet habe, habe ich überlegt, welche Filme für mich zu schlechten Filmen zählen. Zwei Filme hätte ich. Ein Film ist ein Arnold Schwarzenegger-Film, nämlich City Cobra, den ich vor Jahren einmal gesehen habe. Da habe ich mir damals, und damals war ich noch relativ jung, schon gedacht, der Film ist so schlecht und man muss sich bedenken, ich mag grundsätzlich Actionfilme, aber das war einfach nur ein Herumgeknalle und Herumgeschieße ohne irgendeine Geschichte und das hat mich eben emotional nicht berührt und das mit in meinen jungen Jahren, also da ist man eigentlich nur so wirklich anspruchsvoll, also ich schätze mal, das ist wirklich ein schlechter Film, den ich gesehen habe. Und der zweite Film, den ich gesehen habe, war kurzem, das war Halloween 2 und zwar nicht das Original von John Carpenter, sondern das Remake von Rob Zombie. Und grundsätzlich mag ich nicht nur Action, sondern auch Horrorfilme. Ich mag überhaupt Filme. Aber dieser Horrorfilm war mir ein bisschen zu intellektuell. Mit dem habe ich nichts anfangen können. Der ist einfach im Laufe, der hat seine Geschichte, seinen Faden verloren. Und zum Schluss habe ich mir nur gedacht, hoffentlich ist er bald zu Ende, damit ich den Film abhaken kann und wieder vergessen kann. Aber im Moment kann ich mich noch daran erinnern. Guter Film ist natürlich das Gegenteil vom schlechten Film, sprich, er muss mich emotional berühren. Und nachdem ich schon gesagt habe, ich schaue mir sehr viele Filme an, ist es vollkommen egal, ob das ein Disney-Film ist, der einfach so entzückend ist oder so witzig, der mich emotional berührt, ob das eine Schnulze ist, wo ich gerade in der richtigen Stimmung bin, ob das ein Horrorfilm ist, der mir wirklich fesselt oder Actionfilm oder Kriegsdrama oder ein Klassiker, wenn ein Film es schafft. Und da kann es sogar in der Geschichte ein paar unlogische Löcher geben von der Story her, wenn ich zum Schluss sage, boah, ja, der hat mich berührt, der Film, dann war das für mich ein guter Film. Es gibt natürlich viele Beispiele. Ein Beispiel, weil mir der wirklich extrem emotional berührt hat, den möchte ich jetzt erwähnen, das ist Schindlers Liste. Das war ein Film, von dem ich einfach derartig mitgerissen war, der eigentlich damals, er war schwarz-weiß gedreht, nicht dem entsprochen hat, wo man sagt, okay, das ist so ein richtiger Film für die Massen, aber der war einfach von der Geschichte, von der Erzählweise her, von der Musik, von allem drum und dran so perfekt, so rund und hat Gott sei Dank auch einen Oscar bekommen für den besten Film. Da muss ich wirklich sagen, der zählt für mich sicherlich zu einem der besten Filme, den ich je gesehen habe. Was denke ich über QKid? Naturgemäß, super Idee, ganz klar. Bin auch mittendrin in QKid. Allerdings, was mich so fasziniert an dieser Idee QKid ist, QKid ist das Potenzial, dass diese Idee hat. Wir haben jetzt zum dritten Mal die Gurke des Jahres verliehen. Schön und gut, es ist eine Gruppe, die votet, die stimmt ab, die sucht sich Filme aus, die hat die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben oder Kommentare zu machen über die jeweiligen Filme, die sie am schlechtesten empfunden haben. Aber wenn man sich überlegt, wenn diese Idee jetzt nicht nur in kleinerem Rahmen, sondern in großem Rahmen eine fixe Institution wird, wo man wirklich sagen kann, der Film hat mir nicht gefallen. Und ich sage jetzt, vom weltweit tatsächlich jetzt die Votings kommen, die Vorschläge kommen und wenn man wirklich sagen kann, Millionen haben die Gurke des Jahres 2020 gewählt, dann hat es wirklich Wert. Dann ist es wirklich etwas, wo die Filmindustrie darauf reagieren müsste in Zukunft. Und dieses Potenzial, wo ich hoffe, dass man das im Laufe der Jahre immer mehr aufbauen kann, das ist einfach für mich so faszinierend, weil es eine simple Geschichte ist, die aber letztendlich ganz, ganz Großes bewegen kann.